Hallo, guten Morgen und willkommen. Mein Name ist John Barley, ich bin Ihr Verkaufsberater im LS19 und unser Thema heute ist Düngetechnologie. Wir haben heute für Sie ein großes Angebot an Düngetechnikgeräten, nämlich gerade diese Geräte hier der Firma Breda, die man, wie man sieht, in wahnsinnig vielen verschiedenen Ausführungen bekommen kann. Diese Geräte, und die kümmern wir uns gleich als zweites, die können nämlich düngen und kalken. Aber unter den Bereich Düngetechnik fallen auch nur reine Düngegeräte. Und damit wollen wir jetzt mal anfangen, weil die eben in Anführungszeichen nur Dünger streuen können. Da haben wir hier verschiedene Geräte aufgebaut. Wir haben hier zum einen ein Horsch-Gerät. Das ist der Horsch-Düngerstreuer 10.000. 10.000, genau, also hat 10.000 Liter Volumen, Streuweite 36 Meter, kann aber wie gesagt nur Mineraldünger verteilen. Als nächstes haben wir hier den Breda F2 WS 4000. Düngerstreuer, 4000 Liter Volumen, 6, nein, 24 Meter Streubreite. Dann direkt daneben ein Kuhngerät, steht sogar schön drauf. Das ist der Axis 40.2 ME MCW. 3200 Liter Volumen, ebenfalls 24 Meter Streubreite, genauso wie das Breda-Gerät. Und als letztes haben wir hier den Querneland Exacta EL. Der hat nur 700 Liter Volumen, streut 15 Meter breit. Man kann ihn aber, wie ich es hier gemacht habe, mit dem Lemken Solitär 23 kombinieren. Der hat nochmal dann 1500 Liter extra Volumen. Somit kommen wir dann auf ein Gesamtvolumen von 2200 Litern. Genau. Und lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Gerät sogar in der Kombination mit dem Zusatztank, dem reinen Düngerzusatztank, bietet Ihnen von diesen Geräten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man muss natürlich jetzt hier verschiedene nicht, man muss gucken, was man miteinander vergleichen kann. Das Horsch-Gerät allein vom Aufbau ist natürlich deutlich teurer von der Ausstattung. Aber unter diesen drei Geräten, das Breda, Kuhn und das Querneland-Gerät inklusive des Tanks, wäre selbiges, wenn Sie einen reinen Düngerstreuer benötigen, das richtige Gerät, weil es die beste Preis-Leistung bietet, dicht gefolgt vom Kuhngerät und danach das Breda-Gerät. So teilt sich das auf. Aber jetzt kommen wir zu den Geräten, worum es heute wirklich gehen soll, nämlich sprich diese Breda-Geräte. Das ist einmal der K105 und einmal der K165. 105 sind die einachsigen Varianten, 165 sind die zweiachsigen Varianten. Aber es gibt sie halt in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Größen. Es gibt sie mit einem breiten Streuteller, mit einem Standardstreuteller. Den 105er gibt es mit Pflegebereifung. Wenn Sie zum Beispiel Dünger auf bereits bestellte Felder aufbringen, Pflegebereifung definitiv das Produkt der Wahl, gibt es bei dem größeren Gerät nicht. Da haben Sie nur diese eine Reifenauswahl. Und zu guter Letzt, ebenfalls mit in dieser Kategorie ist dieses Bergmann-Gerät. Das ist der Bergmann TSW 6240W. Es ist eigentlich ein Miststreuer, er kann aber auch kalken. Und da Mist, genauso wie Mineraldünger, halt auch ein Dünger ist, kommt er hier mit in diese Kategorie mit rein. So, gerade Breda-Geräte, unheimlich viele Geräte. Welches ist bei dieser großen Auswahl? Es sind im Endeffekt eigentlich nur zwei Geräte, aber unheimlich viele Ausstattungsvarianten. Welches ist da das beste Gerät? Also wir können zum Beispiel bei dem 105er, das ist dieses Gerät hier, können Sie drei Größen wählen, 9.000, 11.000 und 14.000 Liter. Und bei dem 165er hier können Sie zwischen 15.600 und 18.950 Litern wählen. Und
Man muss jetzt schauen, welches Gerät natürlich in den eigenen Geldbeutel passt, weil je größer oder je kleiner man das Gerät auswählt, desto anders stellt sich natürlich der finale Kaufpreis nachher dar. Was man aber sagen kann, ist, dass tendenziell das Breda-Gerät mit dem mittleren Volumen, das wäre dann, Moment, das ist der mit dem größten Volumen, genau, das ist dann dieses Gerät hier. Das hat jetzt 11.000 Liter Volumen. Das ist tendenziell das Gerät, wo Sie das meiste für Ihr eingesetztes Geld bekommen. Wir haben es jetzt hier beides mit den Pflegebereifen. Die machen natürlich auch nochmal einen Preisunterschied aus. Aber letzten Endes dieses K105 mit dem breiten Streuteller wohlgemerkt. Wenn Sie den Standardstreuteller mit 12 Metern Breite nehmen, das ist Streubreite, das ist dieser hier, dann ist es nicht ganz so optimal. Der etwas größere Streuteller lohnt sich von der Arbeitsleistung her und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her definitiv immer am besten. Im Mittelfeld spielt sich letzten Endes das Bergmann-Gerät ab. Das ist sogar im Verhältnis genau zwischen den beiden Breda-Geräten. Also er ist zwar mit 92.500 Euro am teuersten, hat aber mit 25.000 Litern auch den größten Tank und mit 24 Metern auch die größte Streubreite. Also er bewegt sich so zwischen den beiden Geräten. Genau, das ist im Endeffekt das dazu. Zu der Funktion, dazu steigen wir mal hier in den JCB. Schmeißen den mal an. Also, dass die Geräte haben verschiedene Funktionen. Die Abdeckungen sind übrigens bei manchen Modellen optional, aber man öffnet und schließt sie eben, um sie mit Dünger zu befüllen. Genauso können Sie diesen Streuteller anklappen, ausklappen, eben anklappen, wenn Sie mit dem Gerät unterwegs sind. Und anzuwerfen wird das Gerät so. Und dann streuen Sie hier entsprechend jetzt mit 18 Metern Breite. Wir wechseln mal auf das nächste bessere Gerät, auf das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, nämlich den K105 mit auch 18 Meter Streubreite und 11.000 Liter Volumen. Wie man hier sieht, der daneben, der jetzt mit der Rückseite zu uns steht, ist das gleiche Modell, aber eben mit der optionalen Abdeckung, wird dann auch noch mal ein bisschen teurer das Gerät, aber so in der Art und natürlich auch die Pflegebereifen machen auch nochmal einen kleinen Preisunterschied aus, aber letzten Endes so in dieser Variante, wie wir es jetzt hier hinter uns herziehen, ist es das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Streut ebenfalls, wie erwähnt, mit 18 Meter Breite. Und jetzt holen wir noch zu guter Letzt den Miststreuer. Der ist ein bisschen, weil die Breda-Geräte sind von der Funktionsweise gleich. Den Miststreuer ran. Den muss man auch erst aufklappen. Den muss man erst aufklappen, nicht auch erst aufklappen, weil theoretisch, also wenn Sie den Standardstreuer, diesen breiten Streuträger an den Breda-Geräten nicht verwenden, müssen Sie die nicht separat aufklappen. Aber hier sieht man deutlich breitere Streubreite, als es bei den anderen Geräten der Fall ist. Und das ist letzten Endes schon fast alles, was man zu diesem Gerät sagen kann. Sie können, wie gesagt, mit diesen Geräten, die wir hier haben, wahlweise Kalk oder Mineraldünger verstreuen oder eben mit diesem Bergmann-Gerät, was jetzt hier dran ist, entsprechend Mist, weil es eigentlich von der Funktion her ein Miststreuer ist. Letzten Endes ist es immer so ein bisschen, wie man es selber braucht. Wenn man natürlich größere Felder hat, sind natürlich die größeren Geräte mit den größeren Volumina auch interessant, obwohl sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich nicht ganz so gut sind wie die ja, wie Geräte mit einem anderen Volumen. Also letzten Endes das da drüben, Breda K105, 11.000 Liter Volumen, 18 Meter Streuteller, das Gerät, welches Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet in der Standardausführung.
In der Mitte bewegt sich hier unser Miststreuer und das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis sollte man vielleicht auch kurz erwähnen. Das ist der Breda K165. Dieser hier mit 18.950 Liter Volumen und dem schmalen Streuteller. Das Gerät bietet Ihnen am wenigsten Leistung fürs Geld. Vielleicht noch kurz zu demonstrieren, wenn wir jetzt auch mal einen von den K165ern anhängen. Kleiner Unterschied, was natürlich auch immer wieder oder was auch den unterschiedlichen Preis ein wenig widerspiegeln kann, ist die Tatsache, dass dieses Gerät natürlich aufwendiger in der Konstruktion ist. Sie werden es jetzt gleich sehen, wir machen den Deckel nochmal zu. Aber beim Fahren, hier sieht man es, die Hinterachse dieses Gerätes ist mitgelenkt und dann ist das Gerät natürlich in der Konstruktion etwas aufwendiger als die einachsigen Geräte, die das nicht haben. Ja, und letzten Endes war es das schon zu den zur Düngetechnik, genau. Zu also unseren Düngestreuern, Kaltstreuern jetzt im Speziellen und natürlich auch kurz angesprochen die reinen mineralischen Düngegeräte, die wir hier drüben haben. Ja, liken, kommentieren nicht vergessen. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.